Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des schönsten Train Simulators der Welt, dem Train Simulator. Ja, moin moin und herzlich guten Tag. Wir melden uns heute live aus Berlin. Wir fahren an RB von Senftenberg nach Gesundbrunnen und gib ihm. Heute ist ein richtig geiler Aufnahmetag. Schöner Donnerstagnachmittag. Es ist herrliches Wetter im Sinne von, es hat 20 Grad, ist ein bisschen zu schwül, aber da zieht sich gleich. Und alles ist fertig, gleich kommt die erste Season von Diablo raus. Das heißt, ab demnächst kommen dann auch Diablo-Videos raus. Und läuft, würde ich sagen. Ich freue mich. Es gab ja gestern einen Patch, der laut Internet sehr kontrovers ist. Mal gucken. Mir soll's recht sein. Bin jetzt mal gespannt. Bin ja am Wochenende in Berlin gewesen. Ob wir das wiedererkennen. Also ich vor allem. Ich muss jetzt in meinen Kopfhörer ein bisschen leiser drehen hier die Musik. Also die Musik muss für euch so laut sein, sonst hört man sie im Video nicht. Aber für mich ist sie dann ja auch laut. Das ist scheiße. Der ist eigentlich hochgradig ungünstig, würde ich da sagen. Ein Güterzug könnten wir auch mal wieder fahren. Wenn ich das gerade so sehe, könnte man auch mal wieder machen. Lang ist es her. So, die Fahrt beginnt im Flughafen Berlin-Brandenburg International. Da fehlt halt wieder die Brand. Der Zug hält in Berlin-Südkreuz am Potsdamer Platz, im Berlin-Hauptbahnhof und endet in Berlin-Gesundbrunnen. Beachten Sie nicht zu trödeln. Na gut. Na dann, rufen wir mal die Lok auf. Fertig. Hat der PZB oder? Ne, der so eine automatische Halb-PZB. Etwas älteres Addon. Aber eine schöne Lok. Hier war ich nicht. Was wollte ich am Flughafen? So? Was ist das denn für eine S-Bahn? S9? Jo. Haha. Da sind wir zum Olympiastadion gefahren. Mal hin, dann die Wendeanlage rein. Nein, sehr gut. Das ist ein etwas älteres Addon. Aber das soll uns alles nicht aufhalten, Spaß zu haben. Das war eine recht kurze Route, irgendwie 40 Minütchen. Gerade Patch Diablo im Hintergrund. Und dann kann das Video schon in Ruhe hochgeladen und dann läuft der Hase. Können wir schon mal ein Zettelchen hinlegen, nur falls ich gleich wieder einen grandiosen Einfall habe, wie diese Folge zu heißen hat. Haben wir. Sehr langer erster Halt. Eine komische Verbindung. Fährst Berlin-Brandenburg raus, baust erstmal 22 Minuten bis Südkreuz und hast dann S-Bahn-Takt. Witzig. Naja, gut. Ist nicht von mir. Hab ich verbrochen. Bezweifle, dass das 2,2 Kilometer sind da unten links. Sei es drum. Ordentlich Zucht hinter. Aber auch schön geworden hier der Tunnel. Haben sie sich Mühe gegeben. Wenn er in echt so aussieht. Hei, 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 hei. Ja, wer stört? Sehr, sehr gut. Ja, wir schieben gerade noch ein bisschen Wacken-Tickets hin und her. Weil für einen Kollegen letztes Jahr welche mitbestellt haben und in anderthalb Wochen ist ja Wacken. Da müssen wir dann auch mal gucken, dass das Ticket ankommt, dass man das schon aufladen kann.
Hat er dann nächste Woche auch noch. Das wird auch wieder eine schöne Schieberei. Das mache ich vielleicht mal am Wochenende, wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Ja, diese Woche war auf der Arbeit sehr interessant. Sehr anstrengende Tage hinter mir. Deswegen freue ich mich nachher umso mehr auf diese scheiß Diablo-Season. Weil da kann ich ein bisschen das Hirn bei ausblasen. Das ist gar nicht ganz so gut. Wenn jetzt irgendwie 3 Tage morgens um 8 angefangen haben, was jetzt nicht per se das Problem ist, aber auch so knackige 10 Stündchen drin waren, und da denkst du dir dann auch irgendwann so, irgendwann ist der Kopf halt auch durch, ne? Aber dafür war es eine sehr gelungene und erfolgreiche Veranstaltung. Mal gucken, was rauskommt. Bin ein guter Dinge. Und nebenbei überlege ich schon die ganze Zeit, ne, wie ich mal meinen Mathe-Kanal wieder ein bisschen Leben einhauche, weil ich versuche ja jetzt hier gerade, das merkt ihr ja wahrscheinlich jetzt die letzten Wochen, zumindest den Samstag-Slot mit dem Train-Sim oder irgendeinem Train-Sim zu füllen. Ich werde auch demnächst mal, also mit dieser Folge wahrscheinlich, das Thumbnail aufweichen, im Sinne von, dass da jetzt nicht mehr Train-Simulator steht, sondern halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, Zug-Simulation oder sowas. Ich überlege mir das gleich im Rahmen lassen. Weil ich möchte halt eigentlich Train-Sim, Train-Sim World, alle möglichen World of Subways oder sonstige Simulationen, Tram-Sim oder irgendwas, in so einer Playlist bündeln. Was eigentlich auch scheiße ist, weil dann kann man es nicht taggen. Aber umgekehrterweise ist es jetzt gerade auch scheiße. Weil jetzt gerade landen halt unterschiedlich benannte Let's Plays in einer Playlist. Ich will natürlich auch wieder unterschiedliche Playlists machen. Ich muss mir das nochmal überlegen. Aber irgendwie so weit wird es. Irgendwie so weit. Mal schauen. Da kommen wir schon auf einen guten Zweig, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ruppel und studier. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt hier zwischen noch einen Bahnhof haben wollen würde. Ne? Also zwischen Brandenburg und Südkreuz, also für RB und Co. Also es gibt ja die S-Bahn, also ist alles angeschlossen. Nur Bornholm, keine Ahnung. Hat sich nicht ergeben und ist auch, glaube ich, nicht sinnvoll. Naja, auf jeden Fall, um auf das Thema zurückzukommen, ne, ich versuche halt gerade noch zu überlegen, wie ich den Mathe-Kanal wieder ein bisschen Leben einhauche, und bin am überlegen, ihn ein wenig von diesem Mathe-Branding wegzubringen und ein bisschen auch Informatik mit reinzunehmen, weil ich halt unfassbar gerne mal irgendwie eine Coding-Serie machen würde. Oder irgendwas. Einfach, um auch mich selber so ein bisschen mal wieder herauszufordern, irgendwas zu tun. Und ich will aber auch irgendwie diesen Approximation mit Fourier rein Kurs noch fertig kriegen, da muss ich nochmal schauen. Aber das Problem ist halt, da bin ich jetzt schon wieder so lange raus, dass ich halt auch quasi mich selber erst wieder einlesen muss. Das ist ein bisschen belastend. Vielleicht starte ich den einfach auch nochmal neu. Das könnte man natürlich auch tun. Und ich müsste mir tatsächlich meine Deployment-Struktur überlegen, wie ich mein Tech-Skript so zur Verfügung stelle, dass es sich auf der Webseite automatisch updatet. Das wird wahrscheinlich nur beim Mirror gehen, aber das ist ja technisch gesehen kein Problem, das Ding in irgendein GitHub-Repo zu laden, das Ding öffentlich zu stellen und dann einfach auf den Link zu verweisen und einen Permalink draus zu machen. Das sollte ja alles gehen. Ja, ich bin da momentan ein bisschen am Überlegen, aber ich habe auch gerade keinen Fokus drauf, weil ich erstmal noch mein Tippspiel fertig machen muss für den Anfang der Saison. Ist auch nicht mehr so weit hin. Von daher. Wenn wir gerade da sind, ne? Ja, 20. heute. Ja, mal schauen. Das wird schon alles. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig gerade, das ist ganz gut.
Das kann ich, also ich finde das eigentlich ein ganz hübsches Szenario, ne? Also auch die Landschaft hier so, also ist alles relativ kompetent gemacht. Und dann halt aber keine PZB in den Zügen. Fühlt sich halt irgendwie ganz, ganz falsch an. Ich meine, klar, die ist alibimäßig an, aber die macht halt nur, dass du halt Q drücken musst, also für die SIFA quasi. Ah, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen billig. Das ist ja auch so, also gerade bei älteren Trains im Add-ons ist das halt teilweise noch so gewesen. Ne? Hagen 7 war ja so ein Piranha-Rade-Beispiel, das ist ja auch mittlerweile irgendwie 14 Jahre alt. Da hast du halt auch keine PZB. Da musst du halt das Signalbild kennen. Was auch geht, aber für jemanden, der halt gerne mitfährt, weil er einfach das System kennenlernen und perfektionieren will irgendwann mal, dann ist das halt schon blöd, wenn du Strecken hast, die halt quasi keine haben. Muss die halt aber auch aus den Listen raus, ne? Oder aus den Starten. Ich finde eigentlich auch die Lok hübsch. Müsste ich lügen. Mal schon mal hier eben kurz das Dingens machen. Das Thumbnail packen wir dann in Berlin Südkreuz eben nach Paint rüber und dann passt das. Warum ist das denn da gelb? Das ist doch schon wieder belastend. Ich hab das schon mitbekommen. Aber eventuell noch ein Wiederholer für mich. Weiß, worauf man sich einstellen muss. Haben wir da 80, 60, aha. Ja stimmt, da ist ja gleich der Abzweig, weil wir müssen ja quasi jetzt rüberschwenken auf die andere Trasse. Schon die Weiche hier? Könnte. Technisch gesehen könnte das sein. So. Ja, auch quasi hat so ein bisschen was von Deich, ne? Ja, gut, dass diese 60 sauber kommuniziert war. Gut, ich meine, ich weiß, vorher war es da, aber ja, Latte. Mein Fehler, alles gut. Hier nicht so schlimm. Gut, dass ich halt nicht mit Punkten fahre, sonst hätten wir jetzt schon wieder minus 20.000. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich habe das nie verstanden, ne? Warum man nicht wenigstens die Punkte auf 0 maximiert, weil das doch wesentlich, wesentlich motivierender ist, als wenn er da plötzlich minus 40.000 Punkte hat. Hab ich noch nie verstanden. Aloha, hey. Aber jetzt muss man gleich gucken, ob das doppelt. Ja, wenn du in den Discord reinkommen solltest, ich nehme gerade noch eine Folge Trainsim auf. Ja, dann würdest du dann die Tür zumachen kurz. Weil sonst haben wir nämlich gleich wahrscheinlich das Problem, dass wir dich doppelt hören werden. Was nicht schlimm ist, weil zweimal du ist besser. Aber akustisch ist das halt doof. Ja, das ist halt das Problem. Aber ja, hier guck. Ah, danke.
Easy. Wiederhole. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Du fährst durch Großbären. Könntest du da auch mal eben anhalten. Das ist so ein RB, der fährt über Milchkannen. Da finde ich Großbären ist so ein Name, der klingt nach Milchkanne. Also passt doch eigentlich. Außer wir kommen halt jetzt nicht am Gleis vorbei. Das wäre doof. Also am Bahnsteiggleis. Ne? Also, keine Durchfahrtgleise. Da wir aber immer noch mit 80 rumpimmeln, denke ich mal, werden wir jetzt noch zwei Weichen durchfahren vorher und dann halt entsprechend durchkommen. Mal eine Weiche, je nachdem, was das für ein Abzweig ist oder nicht. Ja, da könntest du doch jetzt easy halten. Verstehe nicht. Und hier hast du dann 200, das ist klasse. Hallöchen! Brauchst du einen Stream? Hm? Ich sag, brauchst du den Stream? Nö. Gut. Wir halten uns aber trotzdem mal an die 160, ne? Wir sind ja nett. Nur weil sie keine PZB formuliert haben. Mit 200 ohne LZB ist auch nicht gut. Weil der Bremsweg ist halt scheiße dann. Ja, guck mal, in der nächsten Folge erzählen wir euch dann schon mal als Teaser, wie Oppenheimer ist. Gesprochen werden. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, der Punkt ist halt nur, die Folge kommt jetzt Samstag raus und dann die Woche darauf haben wir halt Oppenheimer gesehen. Mhm. Schön in OV. Freue mich sehr drauf am Sonntag. Dass ich mal freiwillig ins Kino gehe, kommt ja auch nur einmal im Jahrzehnt vor. Ich wollte schon sagen, normalerweise muss ich dich ja immer reinzwingen. Ja, aber das Ding ist halt, es gibt auch wenig Filme, wo ich wirklich sage, da lohnt sich das Geld. Weil ob ich jetzt den 38. Marvel-Film dann im Kino sehe und dabei effektiv 50 Euro ausgebe oder nicht, da habe ich ehrlicherweise jetzt nicht so wahnsinnig viel Mehrwert für mich persönlich. Bei so einem Film wie Oppenheimer ist das wäre was anderes. Dunkirk wäre für mich damals auch so ein Punkt gewesen, aber da hatte ich, das habe ich irgendwie verpennt. Den muss ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, weil den möchte ich immer noch sehen. So wie die Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Ich glaube, Dunkirk haben wir sogar als DVD zu Hause. Ja, haben wir. Nicht unten. Nein, den hätte ich mal besorgt. Also müsste. Wenn ich mich nicht gerade auch total vertue, dann liegt der unten. War doch auch ein Nolan-Film, oder? Das weiß ich nicht, das könntest du kurz nachgucken. Das war auf jeden Fall auch ein Historienschinken. Das weiß ich. In Dünkirchen. So. Schmeiß im Zweifel weg. Ja, Nolan-Film. Ja, okay. Ja, passt aber auch zum Profil. Wie weit ist das denn jetzt wirklich noch? Knappe 5 Kilometer. Okay. Da läuft doch. Da haben wir im Prinzip mit dem Halt dann aber auch eigentlich das Größte geschafft, weil danach kommen ja nur noch die S-Bahn-Halte. Das ist ja dann einfach. Okay, hätte ich jetzt auch halten können. Das ist ja ein Milchkannenzug.
Nein, fährst 22 Minuten von Berlin-Brandenburg bis Berlin-Südkreuz durch. Das ist eine total sinnvolle Streckenplanung. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob es die DB ist, die es verkackt hat, oder derjenige, der das im Trainsim gemacht hat. Ne? Man weiß es halt nicht immer hundertprozentig. Nee. Aber der Trainsim hat auf jeden Fall verkackt, dass dieses PZB-System nicht funktioniert. Was mich immer noch ein bisschen ansickt. Was aber zugegebenermaßen mein Problem ist, weil das Addon an sich ist ja gut. Fahr die Strecke tatsächlich ganz gerne. Ups. Da kam die 140 jetzt schneller als ich dachte. So, du blinkst, das heißt, ich kann eigentlich durchbremsen. Ja, auf 60. Lecco mio. Ja, aber der hat ja gute Bremsen, der Zug, ne? Ich glaube, die strapazieren wir gerade auch noch nicht mal zur Hälfte. Warum ist hier jetzt 60? Kommt da gleich eine Weiche oder was? Nächster Halt, Berlin-Südkreuz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auch ein cooles Feature dieses Addons, das hat Ansagen. Ja, es wäre so einfach, mich glücklich zu machen. Warum ist hier 60? Ohne Spaß jetzt. Das ist eine gerade Schiene. Und ich bin auch keine Berliner S-Bahn. Meine Bremsen funktionieren. Was ist denn ein für ein Dongel? Einfach nur ein gelber Würfel. Spannend. Spannend. So. Grün, Südkreuz, läuft. Ah, Berliner S-Bahn können wir demnächst auch mal fahren. Habe ich mir jetzt letztens im Sale geholt. Die S25 von Teltow-Stadt nach Schieß mich tot über Teltow. Nicht Teltow, Tegel. Mein Gott. Henningsdorf. So heißt das Kaff. Genau. Falscher Knopf. Aus Versehen eine Vollbremsung reingehauen. Naja. Ist nicht so schlimm. Na, kurzes organisatorisches Kram-Ding. Du wolltest morgen den Lachs machen, ne? Ja. Gut, dann kann ich nämlich nachher den Matthias essen. So, Berlin-Südkreuz erreicht, Kinders. Was steht denn hier eigentlich an der Seite drin? RE3, Berlin-Südkreuz. Ich dachte, wir fahren in RB19. Da war sich Missionstext wohl nicht ganz so einig mit Schilderung. Finde ich witzig.
Was steht denn da für eine Bahn? S2 nach Buch. Da hinten ist aber auch gerade irgendwas abgefahren. Dich kriege ich! Das ist die S2 nach Blankenfelde. Und du bist eine S25 nach Hennigsdorf, ja. Da schließt sich der Kreis. Man darf die da nicht einfahren. So frei. Oh, ist nicht frei. Ich nehme mal das zurück, behaupte das Gegenteil. Es ist schon faszinierend, ne, wie viele Haltestellen und Bahnhöfe du in Berlin hast, die einfach größer sind als manch Hauptbahnhof. Das ist schon krass. Es gehört Südkreuz leider zu den Bahnhöfen, wo ich nicht sagen kann, wie gut das hier wie in echt aussieht, weil da war ich nicht. Kann ja gleich mal bei Gesundbrunnen gucken. Ich glaube, da waren wir. Haben wir Gesundbrunnen? Wir sind bestimmt mal bei Gesundbrunnen gefahren, oder? Potsdamer Platz waren wir auf jeden Fall. Mhm. DB 101. Was sind denn hier die Aufenthalte an den Bahnhöfen so lange? Das ist doch nicht mal mein RB hier. In der Zeit hätten wir auch in den anderen beiden halten können, wo wir jetzt hier stehen. So. Weiter geht's nach Potsdamer Platz, Kinders. Das dauert jetzt nur 3 Minuten. Ab jetzt ist wirklich S-Bahn. Witzig. Ja, dafür kommen wir gleich nochmal in den Tunnel rein. Ich glaube, wir halten Berlin tief. Und ich meine, Potsdamer Platz ist, glaube ich, auch ein U-Bahnhof, ne? Ja. Da geht es runter, da wird es dunkel. Der ist kürzer als ich dachte. Ah, schade. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen kurz den Rückwärtsgang suchen. Der Zugführer hat leider, ihr Lokführer hat leider keine Bremskompetenz. Es tut mir genauso leid wie ihm. So, dum. Mal gucken, was Signal damit klarkommt. Immer spannend, das Signal wird nicht damit klarkommen, ne?
Warte. Witzig. So, jetzt aber raus mit euch. Das sieht relativ so aus, wie ich das in Erinnerung habe, oder? Coole Sache. Aber warum so lange Standzeiten? Das ist doch nicht nötig. So. Dann weiter Richtung Hauptbahnhof. Halbe Kraft voraus. Wir müssen ja nur 60 fahren. So, ab dem Signal ist 60, aber da brauchen wir auch nicht auf großartig mehr beschleunigen, glaube ich. Weil Gleis 6 ist tief. Ich glaube, Gleis 1 bis 8 war tief. Und dann der Rest war oben. Ich finde den Berliner Hauptbahnhof unfassbar interessant und faszinierend. Wie man etwas so Großes und gleichzeitig doch irgendwie noch halbwegs Übersichtliches bauen kann, das ist schon eine Leistung. Es hatte wirklich eine Ordnung. Ja. Da kenne ich andere Bahnhöfe. Und das sieht hier tatsächlich auch recht gut aus, würde ich sagen. Gucken wir uns das Ding noch mal ein bisschen an. Wir haben ja wahrscheinlich wieder eine Standzahl. Was haben wir denn hier so? Klamottenladen, ja. Schuhe, ja, kann ich nachvollziehen. Ein Reisezentrum, ja, doch, sehe ich. Eine sehr schmale Zugangstreppe. Blümchen 2000, schön. Papier hier. Ich glaube, hier war einfach nur ein Hertha BSC Shop. In echt. Gucken wir hier nochmal Klamotten. Ach, das ist gleich nur gespiegelt. Wa? Ja, passt für euch ja. Und hier oben, da haben wir noch einen McDonald's. Ja, das passt. Ach, guck mal, der Hertha BSC Shop, der ist doch da. Super. Relay passt auch. Haben wir hier noch. Irgendwann 70% off. Virtual Tracks. Gut, das stand da nicht. Aber witzig, dass der Hertha-Shop da drin ist.
Ja, gut, und von außen passt es jetzt nicht ganz, weil die Verteilerebene nicht richtig ist, aber gut, ich meine, da sollst du jetzt ja auch nicht reingucken. Ja, schon witzig. Finde ich gut. Originalgetreu getroffen, würde ich mal sagen. Guck mal, da reißt das Gebäude und das Sony Center, siehst du auch. Wunderschön. Nice. Deswegen sag ich ja, das ist ein komisches Addon. Das Schreckenmaterial finde ich gut. Der Zug ist scheiße. Kann man den Zug nicht austauschen? Ja, aber nicht in den Karriereszenarien. Und da ich jetzt gerade einfach nur eben kurz was relativ Kurzes fahren wollte, weil ich gleich Diablo grinden werde. Ach ja, zu deiner Diablo-Frage. Entweder Necromancer oder Rogue. Okay, dann überlege ich mir das bislang. Dann wird es wahrscheinlich ein Necromancer. Jetzt hatte ich kurz ein bisschen Angst. Oh, Gesundbrunnen sind wir gar schon quasi am Ende. Formidabel. Ja, eigentlich auch eine schöne Lok, aber dass kein PZB drin ist, das stört mich halt persönlich. Naja, es gibt Schlimmeres. Ich weiß zwar nicht, was du da Zug beeinflussen willst, aber ich gehe jetzt einfach von 60 aus, ich habe nämlich nicht drauf geachtet. Mich brauchst du nicht fragen, ich habe eh keinen Plan. Ja, du hast auch keinen Stream. Also, da scheitert es primär dran. Nee. Es scheitert schon an meinem Uninteresse an dem Bahnsystem. Naja, aber ich meine, sag mal so, an einem Signal eine Zahl auf einer Tafel drüber lesen, kriegst du halt hin, ne? Also das ist ja. Scheitert nicht an deiner technischen Fähigkeit. Tür. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht. So. Oh, scheiße, 40. Na, schade. Falsch geraten. Ist nicht schlimm. Ist nicht so, dass hier gerade eine weiche wäre. Ist mehr so eine harte. Aber haben wir eigentlich noch irgendwo so eine Sammelbox? Weißt du, diese Faltbahn? Die ganze Zeit mal denken, ob ich einfach mal den ganzen Posteingang, bis ich den abhefte, halt zumindest an einen Ort dann quasi sortiere. Dass das halt nicht immer an fünf verschiedenen Stellen rumfliegt. Ja, bestimmt haben wir irgendwo welche. Ich müsste nur überlegen, wo wir sie hingepackt haben. Das ist auch nicht schlimm. Also ich hatte jetzt nicht vor, das gleich zu machen. Wollte ich halt am Wochenende mal ein bisschen machen, vielleicht Sonntag. Und so ein bisschen wieder der Posteingang sortiert wird in den letzten 6 Wochen. Und da ist alles nur an 2 Stellen, das nervt mich ein bisschen. Aber das Wichtigste haben wir, die Konzertkarten sind alle nach Datum sortiert. Das ist auch nach dem richtigen Datum. Ich hasse dich. Ich dich auch. Weißt du, da vertut man sich einmal in 14 Jahren gefühlt. Ja. Dann kriegt man das halt immer wieder nachgetragen.
Ich meine, zu Recht würde ich ja andersrum nicht genau anders machen, ne? Aber es geht da ums Prinzip. Stehen da hinten für eine S-Bahn. Immer ein Neugieriger. Die S1 nach Oranienburg. Na denn. Was anderes, was man sich angucken kann? Na ja. Schumpidum. Der Zug hat Berlin-Gesundbrunnen ohne Fehler erreicht. Da bin ich aber persönlich froh. Muss ich ja sagen. Ja. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.